Lina Wolker, ihr seid die Präsidentin von der Seniorenbühne Brick Gleis. Ihr seid momentan fest am Proben. Am 9. Mai habt ihr Premiere vom Stück «Das Keib und Mannenvolk». Warum geht ausgerechnet das Stück? Das hat mich sofort angesprochen, weil es einfach in unserem Leben ist, weil wir selber was spielen, auch alle zusammen oder die meisten schon pensioniert sind. Und darum können wir uns so vorstellen, wie das ein paar Situationen in die Haare geht, als Pensionierte. Also ich auf alle Fälle. Ich wollte die Puppe nicht von der Bettkante stossen. Was? Meine Frau? Was? Deine Frau? Hast du eine lange Leitung? Sicher nicht deine Frau. Das gleiche Kaliber wie meine. Die da oben meine ich. Kann ich dir noch kurz erzählen, was es geht? Ja, aber die pensionierten Herren wissen mit der Zeit nicht, was anfangen. Und die Frauen ärgern sich natürlich wegen dessen. Und dann kommt auf einmal eine junge Frau aufs Tapet und dann sind die Herren natürlich angetan von der und schwänzeln um die um, das ist klar, und machen der alles und das bringt natürlich die Frauen wieder auf die Palme. Und schlussendlich aber kommen die Frauen auch nicht, kommen die auch dran, da kommt ein feuriger Italiener und dort den Bibelvolk auch noch ein bisschen Ding verdrehen. Ein bisschen Schmetterling an den Bauch zu übern. Ja, genau. Und so, aber wie es der Gott total ausgibt, das will ich jetzt nicht verraten, das sollen die Leute schauen. Und zwar ab dem 9. Mai im Zeitquiz. Jawohl, im Zeitquiz, jawohl.